Das siebte Jahrhundert. Der Aufbruch des Islam. Geeint durch ihren Glauben erobern Muslime ein Weltreich. Bald schon erstreckt sich das Reich des Islam bis nach Indien und Usbekistan. Mit Ägypten fällt auch die Kornkammer des Nahen Ostens an den Islam. Nordafrika wird im Handstreich erobert. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts erreichen die Muslime die Meerenge bei Gibraltar. Mit dem Felsmassiv haben die Eroberer das Einfallstor nach Westeuropa vor sich. Im Frühjahr 711 überquert eine Invasionsflotte die Meerenge. 12.000 Kämpfer samt ihrer Reit- und Lasttiere bringen die Schiffe aus Nordafrika an die Küste Europas. In Spanien rätselt man über die Herkunft der fremden Krieger. Wir wissen nicht, ob sie vom Himmel gefallen oder aus den Tiefen der Erde gekrochen sind. Die Nachricht von den fremden Invasoren erreicht die Hauptstadt des Iberischen Reiches, Toledo. Hier herrschen Christen. Und ihr König Roderich, spanisch Rodrigo, bittet im Angesicht der neuen Gefahr um den Beistand Gottes. Zwölftausend Krieger haben die Muslime für den Kampf um Spanien aufgeboten. Auch aufgrund ihrer Erscheinung wirken sie auf die christlichen Verteidiger wie eine Heimsuchung aus einer fremden Welt. Am Rio Guadalete im Süden Andalusiens kommt es zur Schlacht. Die Herrschaft der spanischen Christen geht mit dem Tod Rodrigos zu Ende. Innerhalb von wenigen Jahren besetzen die Muslime fast die gesamte iberische Halbinsel und machen Córdoba zu ihrer Hauptstadt. 721 führt ein Beutezug die Mauren erstmals über die Pyrenäen. Auch Mohammed hat solche Feldzüge oder solche Raubzüge zugelassen. Und sie werden aber dann in der islamischen Überlieferung allmählich religiös überhöht. Es sind Raubzüge, die in irgendeiner Form auch der Ausweitung des Islams dienen sollen. Im Jahr 711 überrennen die muslimischen Nordafrikaner ganz Spanien und machen sich daran, die Pyrenäen zu überwinden, den natürlichen Grenzwall zum Frankenreich. Die Kämpfer, die sich hinter das Sierra di Cadi aufbauen, sind wie ein menschlicher Tsunami. Ihr Heerführer, Tariq ibn Ziyad, schickt sich an, nun auch das Reich der Franken zu erobern. Ihre Zeit wird knapp, das begreifen die fränkischen Heerführer. Wollen sie das christliche Reich gegen den Ansturm der Moslems bewahren, so müssen sie Tempo mit Tempo beantworten. Das soll auch im Frankenreich der Schlüssel zum militärischen Erfolg werden. Pferde, die aus langsamen Fußsoldaten blitzschnelle und wendige Kämpfer machen. Der Einstieg der Franken in die neue Kriegstechnologie muss irgendwann in diesen Tagen entschieden worden sein. Mann und Pferd zusammengeschmiedet zu einer einzigen Waffe, zum fränkischen Panzerreiter. Für ihre Elitekämpfer nutzen die Militärs noch einen Defensivschutz, den Schuppenpanzer, der Schwerthieben und sogar Lanzenstößen standhält. Die Klosterbibliothek im schweizerischen St. Gallen ist eine der ältesten und größten Bibliotheken der Welt. Bereits vor 1200 Jahren wurden hier von den Benediktinermönchen wertvolle Handschriften zusammengetragen. Meister der Buchmalkunst haben hier gearbeitet und mit Goldtinte die vielleicht kostbarste Handschrift geschaffen, den Goldenen Psalter. Ein Höhepunkt fränkischer Buchmalerei und zugleich das einzige Dokument, das einen authentischen Eindruck vom Aussehen der frühesten Ritter überliefert. Die Belagerung einer Stadt mit kompletter Ausrüstung. Mit Pfeil und Bogen, Lanzen und Schilden, Schwertern und Eisenhelmen und dem Herzstück, dem Schuppenpanzer.
Oft sind es auch Kleinigkeiten, die viel bewirken. Der Steigbügel zum Beispiel, eine revolutionäre Erfindung, die es erlaubt, freihändig zu reiten und zu kämpfen. Panzerreiter sind die technologischen Trendsetter ihrer Zeit und zählen bald zur besseren Gesellschaft. Ende Oktober des Jahres 732. An der Südgrenze des Frankenreiches patrouillieren Soldaten. Nachrichten vom Anrücken fremder Truppen haben die fränkischen Wachen in Alarm versetzt. Die Gefahr ist näher, als sie denken. Der Wald bei Tours wird zum Schauplatz einer Begegnung mit Kriegern, die aus der Wüste kommen. Es sind Kundschafter eines muslimischen Expeditionsheeres. Sie wissen, dass sich ein Heer der Franken in der Nähe befindet und sie erwartet. Wie stark dieser Gegner ist, sollen sie in Erfahrung bringen. Für die fränkische Patrouille bleibt der Feind unsichtbar. Der blutige Auftakt zu einer Schlacht, die in die Geschichte eingeht. Los, weg hier, ich habe genug gesehen. Was die muslimischen Kundschafter gesehen haben, genügt. Die Franken haben ein ganzes Heer aufgeboten. Vor allem Handwerker und Bauern wurden rekrutiert und unter neuer Führung zur größten Armee im westlichen Europa geformt. Ihr habt wahre Wunder vollbracht, Prinz Karl. Aus einfachen Bauern habt ihr eine schlagkräftige Armee geschmiedet. Sie müssen keinen Feind fürchten. Eiserne Disziplin ist der Schlüssel zum Sieg. Heerführer der Franken ist Karl Martell. Im Umgang mit seinen Gegnern gilt er als hart und unerschrocken. Sein Beiname klingt wie eine Waffe. Martell, der Hammer. Er weiß, dass sein Ruf allein für einen Sieg nicht reicht. Wer aber sind die fremden Krieger, die in Westeuropa eingefallen sind? Südlich von Tours haben die maurischen Angreifer ihr Lager errichtet. Sind sie nur auf Beute aus oder kommen sie als Eroberer? Die Muslime wollen gut vorbereitet in die Schlacht gehen. Wie viele sind es? Unzählige. Wie Sandkörner in der Wüste, ehrwürdiger Emir. Viele schwer bewaffnete Krieger. Sie sind bereit zum Kampf. Bisher konnte niemand den Vormarsch der Mauren stoppen. Die Franken haben uns bisher nicht besiegt und werden es auch diesmal nicht tun. Sie haben noch nicht begriffen, wer wir sind und unterschätzen uns. Man kann davon ausgehen, dass die Franken keinen allzu detaillierten Kenntnisstand von den Invasoren hatten. Die Mauren aus dem Norden Afrikas bezeichnen sie ganz allgemein als Sarazenen oder als Ismailiten. Sie nennen sie auch das ungläubige Volk. Damit bringen sie einfach nur zum Ausdruck, dass es keine Christen, sondern Heiden gewesen seien. Aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die Franken oder Karl Martell allzu detaillierte Kenntnisse besaßen über die Invasoren. Er ist ihr Anführer. Abd al-Rahman ist seit 2 Jahren Gouverneur von Al-Andalus, dem maurischen Spanien. Der Emir gilt als ehrgeizig und fähig. Nun könnte er Geschichte schreiben. Und doch muss er sich durchsetzen. Ehrwürdiger Emir, den Männern reicht es. Sie haben genug Beute gemacht. Sie wollen nach Hause zurück. Ihnen reicht es? Sollen wir vor den Franken zurückweichen? Tours ist eine Stadt voller Reichtümer und Schätze. Wir werden uns diese Beute nicht entgehen lassen. Es bleibt dabei, wir greifen an. Als die Muslime unter Abd al-Rahman vor Tours stehen, bedrohen sie eines der bedeutendsten Zentren der europäischen Christenheit. Sein Wirken hat die Stadt berühmt gemacht. Martin von Tours,
361 gründete er das erste Kloster des Abendlandes. Die Verehrung des Heiligen macht Tours zum wichtigsten Pilgerziel in Nordeuropa. Und Tours spielte für das Frankenreich eine sehr wichtige religiöse Rolle. Denn in Tours war das Grab des heiligen Martin, des wichtigsten fränkischen Reichspatrons. Und in Tours wurde eine der wichtigsten fränkischen Reichsreliquien verwahrt, der Mantel des heiligen Martin. Die Mauren haben unsere Kirchen entweiht. Und sie haben die Klöster geplündert. Wir werden dem ein Ende setzen. Meine Reiter sind bereit. Gewährt mir die Ehre der ersten Attacke. Tut mir leid, Fürst Eudo. Ihr wäret gegen ihre Bogenschützen machtlos. Und für eure Reiter habe ich einen besseren Plan. Der mächtige Eudo von Aquitanien ist eigentlich ein Gegner Karl Martells. Aber die muslimische Gefahr zwingt ihn zu einem Bündnis mit dem Kontrahenten. Trotz dieses Freundschaftsbündnisses, das Karl Martell und Eudo abgeschlossen haben, war die Beziehung sicherlich nicht ganz spannungsfrei. Das weiß man deswegen, weil Karl Martell zwei Kriegszüge gegen Eudo gestartet hat, 731. Aber am Ende muss man sagen, dass die Gefahr die beiden gezwungen hat, gemeinsam gegen die Mauren vorzugehen. Um den muslimischen Vormarsch zu stoppen, müssen die christlichen Herrscher ihre Feindschaft überwinden. Bei einem Treffen in der Nähe von Tours haben sich Eudo und Karl versöhnt. Als wir uns das letzte Mal begegneten, war es in Feindschaft und im Kampf. Ihr habt recht, so war es. Ich wollte niemanden über mir haben. Und was ist jetzt? Auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen. Die Mauren bedrohen mein Reich und euer Reich. Nur gemeinsam können wir uns zur Wehr setzen. Eine späte Einsicht. Habt ihr nicht gemeinsame Sache mit ihnen gemacht? Ein großer Fehler, für den ich bei Gott genug gebüßt habe. Eudo ging es vor allem darum, seine Stellung als Herzog von Aquitanien zu sichern. Und dazu hat er eine doppelte Strategie gewählt. Zum einen ist er eine Freundschaft mit Karl Martell eingegangen. Und zum anderen ist Eudo ein Abkommen mit einem der maurischen Potentaten eingegangen. Und ihm hat er sogar seine Tochter zur Frau gegeben. Aber diese doppelte Strategie ging dann am Ende eben doch nicht auf. Am Ende musste sich Eudo in den Schutz Karl Martells begeben. Ihm blieb gar nichts anderes mehr übrig. Das hat seinen Preis. Wenn ich mit euch gemeinsam kämpfen soll, Fürst Eudo, dann nur unter diesen Bedingungen. Ich verlange strikte Gefolgschaft von euch. Und alle Truppen stehen unter meinem Kommando. Ihr werdet uns anführen. Lasst uns unser Bündnis besiegeln. Diese heilige Reliquie hat mir der Papst aus Rom gesandt. Für den Kampf gegen die Mauren. Für unseren Kampf, Karl. Der heilige Schwamm wird uns zum Sieg verhelfen. Eine Reliquie als Schlachtenhelfer. Sie soll den christlichen Kriegern Mut machen. In einer Monstranz im Dom zu Aachen wird ein Stück davon aufbewahrt. Zu Eudos und Karl Martells Zeiten schrieb man dem heiligen Schwamm wundersame Kräfte zu. Denn er sei Jesu zur Linderung seiner Qualen am Kreuz gereicht worden. Macht die Reliquie den bevorstehenden Kampf zu einem heiligen Krieg? Christus ist unsere Hoffnung. Ehre sei Christus. Zu den Schwertern. Dank unserer himmlischen Waffen werden wir siegen. Glück. Lob sei Allah, dem Herrn der Welt, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dir dienen wir. Dich bitten wir um Hilfe. Im Namen des Vaters. In den Stunden vor der Schlacht wollen beide Seiten Kraft aus ihrem Glauben schöpfen. In frühmittelalterlichen Kriegen spielten Gott und die Heiligen eine ganz entscheidende Rolle als Schlachtenhelfer. Vor einer Schlacht hat man die Hilfe Gottes erfleht.
entweder durch Gebete oder man hat ganze Bittprozessionen abgehalten. Kämpft für Allah! Unser Weg ist der Pfad der Märtyrer! Geht es wirklich um den Glauben? Oder ist es nur der Ehrgeiz zweier Heerführer, der Muslime und Christen auf einem Feld bei Tours in Stellung gehen lässt? Verhandlungen hat es gar nicht erst gegeben. Siegen oder sterben. Mit dieser Losung ziehen beide Seiten in die Schlacht, mitten in Frankreich. Bringt die Bogenschützen in Stellung. Yaruma, kifu fima wa karakum! Männer, haltet Stand, weicht nicht! Uns schützt Gott, der Allmächtige! Vor allem aber verlassen sich die fränkischen Krieger jetzt auf ihre Schilde. Estahid dule Rimaya! Eine christliche Chronik schildert den Beginn. Die Männer aus dem Norden standen wie eine unverrückbare Mauer. Ihre Schilde und Kettenhemden glänzten in der Sonne wie ein Gletscher aus Eis. Vor denen braucht ihr keine Furcht zu haben, Männer! Die können uns nicht besiegen! Offenbar gelang es, Kamartel seine Truppen auf eine Anhöhe zu führen und damit eine Position einzunehmen, die strategisch sehr günstig war. Dem Pfeilregen halten die Franken ihre Schilde und die Geschlossenheit ihrer Phalanx entgegen. Auch nach mehrfachem Ansturm können die Mauren die fränkischen Schlachtreihen nicht durchbrechen. Das lässt sich damit erklären, dass sie a. leicht erhöht, aber b. vor allem diszipliniert standen. Auch die christlichen Heerführer werfen sich in die Schlacht. Fürst Eudo, jetzt liegt es an euch. Geht nach unserem Plan vor, schnell! Wie ihr befehlt! Ein taktisches Manöver soll die Wende zugunsten der Christen bringen. Doch es bleibt nicht unbemerkt. Seht, die Reiter verlassen das Schlachtfeld! Diese Franken, ich werde sie stellen. Ihr habt das Kommando, bis ich zurück bin. Was aber haben die Franken vor? In den Reihen der Mauren herrscht Unruhe. Dass ihr Anführer vom Schlachtfeld reitet, deuten manche als Rückzug. Eine Fehleinschätzung mit Folgen. Schon die taktische Disziplin der Franken hat ihre Gegner verunsichert. Der zweite Faktor, der wichtig ist, ist die Tatsache, dass fränkische Truppen das Lager der Muslime angriffen und Teile also des muslimischen Heeres daraufhin in das Lager zurückkehrten, das Schlachtfeld verließen, weil sie fürchteten, sie würden ihre Beute verlieren. Für die meisten Krieger der Mauren war die Beute der eigentliche Grund für diesen Kampf. Der Angriff auf das Lager zielt auf ihre verwundbarste Stelle. Die karolingische Hauschronik findet für das Manöver der Franken pathetische Worte. Kühn rief Prinz Karl seine Krieger gegen den Feind zu stürmen. Mit der Hilfe des Herrn gelang es, ihre Zelte zu überrennen. Wie wackere Mühlsteine zerrieben die Kämpfer den Gegner. Und in dieser Situation gelang es den Franken, den muslimischen Heerführer zu umzingeln und zu töten.
Die christliche Chronik zollt dem Gegner Respekt und überliefert, dass der Emir der Mauren das Ende eines Kriegers fand. In der Brust getroffen, starb Abd ar-Rahman. Führerlos geworden, bricht der Widerstand der Mauren zusammen. Am Morgen nach der Schlacht werden die Opfer gezählt. Auch der Heerführer der Christen hat hohe Verluste zu beklagen. Sie haben tapfer gekämpft. Sie fürchten den Tod nicht. Wie viele mögen es sein? Gott allein kennt ihre Zahl, Bischof Milo. In der Nacht hatten sich die Mauren zurückgezogen. Beute und Gefallene ließen sie zurück. Auch ihren Anführer. Da ist er. Wie konnten sie ihn nur zurücklassen? Was da liegt, ist nur seine sterbliche Hülle. Als Märtyrer ist er längst im Paradies. Der Weg in den Himmel scheint für sie leichter zu sein als für uns. Ihre Beute konnten sie jedenfalls nicht mitnehmen. Nicht in den Himmel und nicht dorthin, wo sie herkamen. Ich glaube, das werden sie so schnell nicht vergessen. Ich sage euch, sie werden wiederkommen. In der Schlacht von Tours, also zu Beginn des 8. Jahrhunderts, spielte der Gedanke des Glaubenskrieges, zumindest auf christlicher Seite, keine besonders große Rolle. Selbst auf der muslimischen Seite kann man zwar konstatieren, dass die sogenannte islamische Expansion natürlich die Ausbreitung muslimisch beherrschter Territorien zum Ziel hatte, es aber sich auch um schlichte Landnahme handelte. Und so ist das Schlachtfeld bei Tours nicht der Symbolort eines Glaubenskrieges, zu dem ihn die Nachwelt stilisierte. Aber der Anfang vom Ende der muslimischen Expansion im Westen Europas. Man darf nicht vergessen, dass ja auch nach 732 die Gefahr, die von den Arabern ausging, noch lange nicht vorbei war. Kalmatel ist sicherlich ein wichtiges Element bei der Verteidigung Europas gewesen, aber sicherlich nicht das einzige. Der Sieger von Tours erhält einen Platz in der Kathedrale von Saint-Denis. Der Grablege der Könige. Für die Nachwelt wird Kalmatel zum Retter des Christentums. Der Erfolg Kalmatels gegen die Muslime trug zu seinem Ansehen bei als erfolgreicher Heerführer, der auch andernorts mit Erfolg Schlachten geführt hat und nicht nur gegen Muslime. Insofern ist der Erfolg in der Schlacht von Tours sicher zum Aufstieg der Karolinger beigetragen. Er wird davon profitieren. Karl der Große, Enkel des Siegers von Tours.